Tierchen. Ja, dann ist ja bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich will ja Sie außerdem vorsorglich 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Ja, geht Sie klar. Sie heißen Yvonne Schrickner, 17 Jahre alt. Sie wohnen in Berlin-Treptow. Sie sind natürlich ledig. Was machen Sie beruflich? Ja, nix. Ich bin arbeitslos. Verwandt verschwägt mit dem Angeklagten? Der Grund, warum Sie geladen sind, dürfte Ihnen klar sein. Angeklagten wird vorgeworfen, da auf der Party bei Morgenroots erstmal 20.000 Euro entwendet zu haben und außerdem den Marek Beusen mit einem Messer erstochen zu haben. Und ich bin auch noch auf diese linke Ratte hereingefallen. Ey, ich dachte, das wäre ein echter Kumpel. Du, ich schwöre dir, wenn ich dich erwische, ja, das wird dir noch so bitter leid tun. Also passen Sie mal auf, gedroht wird hier niemanden. In dem Ton gesprochen wird auch nicht. Ich habe das vorher Ihrem Freund schon erklären müssen und der hat sich dann doch daran gehalten. Ich hoffe, das klappt bei uns auch so reibungslos. Ja? Ja, Herr Richter, die liegt Ihnen eh nur was vor. Die macht hier nur wieder voll das Theater. Die wollen doch, die lügen doch alle, damit ich unschuldig für den in den Knast gehen kann. Ey, hör doch auf. Klaus hat doch genau gesehen, wie du ihn abgestochen hast, den Marek, ja? Und Klaus, der lügt nie. Auf dem ist 100% Verlass, okay? Und weißt du was? Ich hab dich doch noch im Ankleidezimmer gesehen von Pamela. Da hast du doch bestimmt gerade die Kohle geklaut, oder etwa nicht? Wann haben Sie denn Herrn Hanstedt im Ankleidezimmer gesehen? Boah, ey, das war so 12:45 ungefähr. Mhm. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich mir natürlich auch noch nicht so viel dabei gedacht, ne? Ist klar. Yvonne, was haben Sie denn überhaupt um diese Uhrzeit in dem Trakt des Hauses gemacht? Die Party, die hat doch ausschließlich im Erdgeschoss und im Garten stattgefunden und das Ankleidezimmer ist im ersten Stock? Mann, ich musste aufs Klo. Ich habe zu viel vom Tequila gesoffen und da war mir halt ein bisschen schlecht. Und pinkeln musste ich auch. Aber unten gab es doch auch eine Toilette. Ja, die war nur die ganze Zeit besetzt. Ja, und ich musste halt so nötig. Naja, und als ich dann auf die andere Toilette gegangen bin, bin ich am Ankleidezimmer vorbeigekommen und habe Raphael drin gesehen. Und was hat der da gemacht? Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich habe den da nur hinter der Tür stehen sehen. Mhm. Naja, ich habe mich da jetzt auch nicht so drum gekümmert. Also, ich weiß nicht, was Sie da gemacht haben. Es ging mich jetzt nichts an, Sie wissen schon. Das hat sich mittlerweile alles erledigt und tut nichts mehr zur Sache, Yvonne. Aber ich würde ganz gerne mal auf Ihre eigenen amorösen Verstrickungen auf der Einweihungsfeier kommen. Laut Pamela Morgenroth kam es zwischen Tom Süßmann und dem Opfer Marek Beusen wegen Ihnen zu einem ganz heftigen Streit. Weil Ihr Ex-Freund Marek wieder bei Ihnen landen wollte, ist das richtig? Ach, heftiger Streit, Mann, ey, das war Pillepalle, ja? Und außerdem, als ich gemerkt habe, dass es ernst wird zwischen den beiden, bin ich sofort dazwischen gegangen und habe alles aufgeklärt. Was hatten Sie denn aufzuklären? Naja, also Marek hat mich an dem Abend gar nicht richtig angemacht. Ich habe Tom nur einen Floh ins Ohr gesetzt, um ihn eifersüchtig zu machen, weil ich fand, dass er mich zu wenig beachtet hat. Naja, aber ich habe mich dann noch gleich bei beiden entschuldigt, bin dazwischen gegangen und alles aufgeklärt. Sie haben sich doch diese Geschichte nur deshalb so schön zurechtgelegt, um ja nicht den Verdacht aufkeimen zu lassen, dass Ihr Freund Tom Süßmann und Ihr Ex-Freund, das Opfer Marek Beusen, in Streit geraten sind und Sie alle miteinander hinter den Diebstahl dieser 20.000 Euro stecken. Ey, hallo, Mann, das ist doch keine Assis, die ihre Freunde beklauen. Jetzt reicht's aber. Soll ich mal was sagen? Ich wusste überhaupt nichts von dem Geld in diesem Schminktisch oder super tollem Geheimfach da drin. Yvonne, wo waren Sie denn zum Tatzeitpunkt, also zwischen 2 Uhr und 2.15 Uhr? Ich war im Wohnzimmer und lag auf dem Sofa. Mir war ein bisschen übel, oder kotzübel besser gesagt, von dem Tequila. Und Tom war bei mir und hat meine Hand gehalten. Und dann kam plötzlich Klaus reingerannt und hat gesagt, dass Marek tot auf dem Rasen liegt. Noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen. Yvonne, dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Klaus Wuttke, bitte. So, nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Vorsorglich 55 StPO belehre Sie, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Klaus Wuttke, 17 Jahre alt, wohnen in Berlin. Sie sind ledig, Aushilfe als Regaleinräumer im Drogeriemarkt, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Ist Ihnen irgendwie nicht gut? Nein. Herr Vorsitzender, ich habe mich draußen schon mit Klaus unterhalten. Er war sehr gut mit Marek Beusen befreundet und ist deshalb sehr mitgenommen. Da habe ich nämlich volles Verständnis dafür. Dann haben Sie sicherlich, wie wir auch, ein großes Interesse daran, dass wir seinen Tod aufklären, ja? Ja. Sie sollen die für Marek tödliche Auseinandersetzung beobachtet haben. Ja, Raphael hat Marek niedergestochen. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Warum erzählst du so einen Scheiß bitte, Klaus? Weil es so war.
Von wo aus haben Sie die Tat denn beobachtet? Das war im Garten, hinterm Pavillon. Ich bin raus, um nach Marek zu suchen, weil ich ihn im Haus nicht gefunden hatte. Wissen Sie noch die genaue Uhrzeit? So genau nicht, aber es müsste so um 2 rum gewesen sein. Könnten Sie uns mal was helfen? Könnten Sie mal da an der Flipchart hier anhand dieses Fotos mal genau zeigen, was wo war vielleicht? Also, wenn das das Haus ist, dann bin ich hier so raus und dann Richtung Pavillon. Mhm. Und da ungefähr bin ich dann stehen geblieben, weil ich dann gehört hatte, wie Raphael und Marek sich gestritten haben. Mhm. Und wo standen diese beiden anderen? Die standen hier hinterm Pavillon. Und dann hat Marek noch irgendwas geschrien und das hat Raphael total wütend gemacht. Und dann hat er sich eben das Messer vom Tresen geschnappt. Haben Sie gehört, was der Marek geschrien hat? Anfangs nicht, erst als er dann Raphael mit dem Messer bedroht hatte. Erzählen Sie mal, was dann genau passiert ist. Also, zuerst hat Raphael Marek so ein paar Meter nach vorn gescheucht. Und dann hat Marek gerufen, dass es doch nicht sein Ernst sein könne, ihn mit dem Messer zu bedrohen. Und er hat sich sogar noch über Raphael lustig gemacht, dass er doch losstechen soll, wenn er sich traut. Und dann hat er noch gesagt, dass es doch nicht sein kann, wegen der Kohle so durchzudrehen. Ja, und dann hat Raphael einfach zugestochen und Marek ist zusammengebrochen. Nehmen Sie auch bitte wieder Platz. Was hat denn der Raphael getan, als Marek dann am Boden lag? Er hat sich über Marek gebeugt und hat das Messer langsam wieder rausgezogen. Wie kommt es eigentlich, dass Sie gar nicht eingeschritten sind, Klaus? Ich war ja viel zu weit weg und das ging ja auch alles so schnell. Und ich konnte mich ja auch kaum bewegen, so Angst hatte ich. Erst als Raphael das Messer wieder rausgezogen hat, bin ich auf ihn losgerannt. Aber die feige Sau ist ja einfach abgehauen. Ja, natürlich bin ich abgehauen, weil du über einen Mörder rumgeschrien hast. Ich hatte einen Schock, da bin ich auch abgehauen. Also von wegen Schock, ja. Sie hatten gar nicht mit dem Zeugen Klaus Wuttke gerechnet. Und deswegen sind Sie verschwunden. Und da wollten Sie schnell die 20.000 Euro verstecken. Ich habe das Geld nicht versteckt. Ich besaß ja das Geld noch nicht mal. Und Marek getötet habe ich erst recht nicht. Das ist auch absolut nachvollziehbar. Also ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass Klaus hier derjenige ist, der lügt. Nein, ich habe doch alles ganz genau erklärt. Also das klang doch eben, Entschuldigung, wie auswendig gelernt. Sie lügen doch und stecken mit den anderen unter einer Decke. Ich schwöre, es war genau so. Ich hab's doch gesehen. Also dann würde ich gern noch einmal die Einzelheiten des Tatablaufs vorgeführt bekommen, wenn das geht, Herr Vorsitzender. Ja, bitte. Ja. Gut, dann spielen wir doch den Tatablauf einfach mal nach. Wie jetzt nachspielen? Ich stelle mich als Mareks Stellvertreter sozusagen zur Verfügung und wir stellen den ganzen Tatablauf mal nach. Kommen Sie doch bitte mal nach vorne, Klaus. Ich habe hier extra ein Theaterklappmesser mitgebracht. Das heißt, da geht die Plastikklinge rein, sobald man sie berührt. Ne? Das ist wohl sinnvoller als mit der Tatwaffe. Das ist auf jeden Fall besser, nur dass das klar ist, dass es hier zu keinen Verletzungen kommen kann. So, und ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen, Klaus, den genauen Bewegungsablauf nachstellen, und zwar ab der Stelle, ab der mein Mandant Marek gescheucht haben soll. Wie gesagt, ich bin in der Rolle von Marek und Sie sind in der Rolle meines Mandanten Raphael. Bitte schön, zeigen Sie es mal. Also, Raphael hat Marek so gescheucht und Sie müssten jetzt so 3 Schritte zurückgehen. Mhm, mach ich. Und dann hat Marek die Hände in die Hüften gestützt und ganz cool gemeint, stech doch zu. Und dabei ist er wieder auf Raphael zugegangen. Stech doch zu. Und dann hat Raphael zugestochen. Ja, tun Sie es doch. Stechen Sie genauso zu, wie Sie es bei Raphael gesehen haben. Das ist wichtig. So. Aha. Also das stimmt schon mal mit dem Stichkanal überein. Richtig, also der Stich ist von unten nach oben geführt worden. Ein kleines entscheidendes Detail stimmt allerdings nicht, Klaus. Was stimmt nicht? Ja, Sie haben gerade den Stich mit der rechten Hand gezeigt. Der Angeklagte ist allerdings Linkshänder. Und das zeigt uns, dass Sie uns anlügen, Klaus. Sie können mir das Messer geben und sich wieder setzen. Na, dann habe ich mich eben mit der Hand vertan. Das ist ja auch schon ewig her. Also, ich bitte Sie. Eben haben Sie noch alles ganz genau wissen wollen, Klaus. Und wissen Sie, was auch merkwürdig ist? Das ist die Tatsache,
dass Sie so präzise wissen, wie der Stichkanal verlaufen ist. Es sieht ganz danach aus, als ob Sie selber hinter der Tat stecken würden, Klaus. Hm? Marek war mein bester Freund. Ich... Ja, und woher wissen Sie dann so genau, wie die Tat abgelaufen ist? Nein, nein. Vielleicht haben Sie uns ja diese innige Freundschaft zu Marek nur vorgespielt, um selbst nicht verdächtig zu erscheinen. Klaus hat überhaupt nichts vorgespielt, Mann. Er und Marek waren so. Raphael hat Marek umgebracht, ist doch klar. Genau, Marek war mein einziger und bester Freund. Ich hätte ihm doch sowas nie angetan, niemals. War die Heularie vor der Jugendgerichtshilfe vielleicht auch nur ein Täuschungsmanöver, Klaus? Damit wir alle Ihnen auf den Leim gehen? Ich würde mich da gerne kurz einmischen, Herr Vorsitzender. Ja, bitte. Als ich mich vorhin mit Klaus unterhalten habe, hat er wiederholt gesagt, dass er Angst vor dem Verteidiger hätte. Ich bitte, das zu berücksichtigen. Also, Klaus, Sie brauchen wirklich keine Angst vor mir zu haben. Sie werden später sogar dankbar für mich sein. Schauen Sie mal, Klaus, ich will Ihnen ja gerne glauben, dass Sie unschuldig sind. Aber dann sollten Sie endlich mal mit der Wahrheit rausrücken. Also, was ist an dem Abend auf dem Rasen wirklich passiert? Was genau hat sich da abgespielt? Ich kann nicht. Du kannst mich da auch nicht schuldlos einfach ins Gefängnis wandern lassen. Ja, was ist mit dir los? Verdammt, es war Yvonne. Was? Sie hat auf Marek eingestochen. Ey, sag mal, spinnst du? Bist jetzt völlig bekloppt, oder was? Sie war es. Es war genauso, wie ich es erzählt hatte. Nur, dass es Yvonne war und nicht Raphael. Deshalb konnte ich es auch so gut erklären. Und wieso kommen Sie damit erst jetzt? Na, Tom und Yvonne hat mich dazu gezwungen. Ich habe ja auch total scheiße gebaut mit dem Clown bei Pamela und so. Ich bin einfach nicht so abgehärtet wie die beiden. Ey, der redet totalen Stuss, der Typ, ja? Ey, ich schwör dir, du hast gerade deine einzigen Freunde verloren, die du je in deinem ganzen beschissenen Leben... Verdammt, du bist keine Freundin, du hast Marek umgebracht. Jetzt eins nach dem anderen. Können Sie mir auch sagen, warum Yvonne das getan haben soll? Na, wegen den 20.000 natürlich. Marek hatte das Geld geklaut und als er beim Aufteilen im Gartenpavillon 15.000 auf den Tisch legte, da hat ihn Yvonne total angefahren und gemeint, er solle sie nicht verarschen. Inwiefern? Na, Yvonne wusste ganz genau, dass das Auto, das Emil bekommen würde, 20.000 wert ist. Und deshalb hat sie auch behauptet, Marek hätte die 5.000 selber eingesteckt. Und deshalb gab es auch Zoff zwischen den beiden. So krass, dass sie ihn mit dem Messer bedroht hat. Jetzt haben Sie eben gerade auch noch was anderes gesagt. Ich habe doch selber Mist gebaut mit dem Clown bei Pamela und so. Heißt es, der Diebstahl war von Ihnen vier gemeinsam geplant? Ja. Und woher wussten Sie von dem Geld in Frau Morgenroths Schminktisch? Naja, Yvonne hat bei unserem Besuch bei Emil daheim ein Telefonatgespräch von Pamela mitbekommen, in dem sie gefragt hatte, wie viel das Auto denn nun genau kosten würde. Und einen Tag später war Tom nochmal bei Emil zu Hause und hat Pamela heimlich beobachtet, wie sie das Geld mit ihrem Schlüssel in dem Schminktisch verstaut hatte. Kurz darauf war ja dann auch schon die Party geplant. Und wie sind Sie dann an diesen Schlüssel fürs Schminkfach gelangt? Das war Marek. Er hat während der Party einfach von hinten ihren Verschluss von der Kette aufgemacht. Das konnte er mit einem Handgriff. Und ich, Vollidiot, habe sie dann noch in einem Gespräch verwickelt. Damit sie nichts merkt. Unglaublich. Wo ist das Geld jetzt? Ich schwöre Ihnen, ich habe keine Ahnung. Als es bei der Aufteilung so Stress gab, da hat Tom sich die ganze Scheine, was übrigens da nur noch 15.000 waren, eingesteckt und ich glaube, er hat sie auch versteckt. Sie beide da hinten weiterhin die Belehrung, 55 StPO. Sie müssen hier, wenn Sie den Mund aufmachen, die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten. Herr Süßmann, wollen Sie was dazu sagen? Scheiß, Mann. Bitte? Ein Scheiß. Also Sie wollen nichts dazu sagen, wenn ich das mal ins Deutsche übersetzen darf. Und Sie, Frau Schricker? Nee. Das war deutlich. Was war mit Ihrer Aussage über die Kette, Emil? Bleiben Sie dabei, dass Ihre Mutter die Kette noch umhatte, als sie da von Ihnen überrascht wurde im Schlafzimmer? Auch Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen und sich selber nicht belasten. Nein, ehrlich gesagt habe ich darauf nicht wirklich geachtet. Sie haben nicht darauf geachtet, aber Sie haben genau hier gesagt, es sei so gewesen. Es tut mir leid. Und hatten Sie dem Angeklagten wirklich von dem Geld Ihrer Mutter erzählt? Nein, habe ich auch nicht. Ich war mir einfach so sicher, dass Raphael es war. Er sollte dafür büßen. Das gibt's doch nicht. Eine Aussage wie ein Fähnchen im Wind. Mal so, mal so. Und was ist jetzt die Wahrheit von all dem? Und was ist gelogen?
Noch Fragen an die Zeugen? Ich habe keine Fragen mehr. Keine Fragen, danke. Dann bleibt sowohl der Herr Wuttke, als auch die Frau Schilke, als auch der Herr Süßmann und der Herr Morgenroth unvereidigt. Nehmen Sie bitte mal da hinten Platz. Bitte schön. Ja, Frau Achenbach, dann bitte ich um den Bericht der Jugendgerichtshilfe. Raphael ist bei seinem Vater aufgewachsen. Nach meinen Gesprächen hatte ich den Eindruck, dass Raphael sich mehr oder weniger selbst erzogen hat. Sein Vater war nie da und hat sich im Grunde auch nicht um ihn gekümmert. Hierdurch wurde Raphael zwar schnell zur Selbstständigkeit gezwungen, allerdings hat ihn dieses frühe aufgezwungene Erwachsensein völlig überfordert. Er hatte nie die Gelegenheit, seine Jugendlichkeit bewusst auszuleben. Und seine Realitätswahrnehmung stimmt eher mit dem eines Jugendlichen als der eines Erwachsenen überein. Ich würde daher im Falle einer Verurteilung zur Jugendstrafrecht raten. Aber wieso denn überhaupt in einem Fall? Es ist doch klar, dass ich unschuldig bin. Gut, das wird sich zeigen. Wir haben noch einen Auszug aus dem Erziehungsregister im Bundeszentralregister. Kommt hiermit zur Verlesung eine Eintragung, 25.05.2009, Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Tatmehrheit mit uneidlicher Falschaussage, 2 Jahre Jugendstrafe, ausgesetzte Bewährung auf 2 Jahre. Noch irgendwelche Anträge, irgendwelche Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Hoher Schwurgericht, der Verteidiger, nach meiner Auffassung ist der Angeklagte hier im Sinne der Anklage vollumfassend des Mordes und des schweren Diebstahls schuldig zu sprechen. Wie komme ich dazu? Das, was die Zeugen hier ausgesagt haben, diesen Aussagen werde ich bestimmt nicht auf den Leim gehen. Die ganzen Aussagen waren in sich widersprüchlich. Man konnte ihnen nicht folgen. Diese Zeugen sind meines Erachtens unglaubhaft. Ich halte mich da an die Fakten. Und die Fakten sind schließlich, erstens, der Angeklagte hatte ein Motiv. Er hatte 6.000 Euro Schulden. Er musste diese Schulden aufgrund eines Unfalls, eines Schadens, den er mit seinem Fahrrad verursacht hatte, abzahlen. Ja, die Situation war finanziell eng. Der Angeklagte war auf dieser Party. Der Angeklagte hat sich in das Vertrauen der Zeugin Morgenroth geschlichen, hat ihre Alkoholisierung ausgenutzt. Wie wir gehört haben, war er mit ihr im Schlafzimmer. Und da war es für ihn ein leichtes, an die Kette zu kommen. Und dann war es nur noch einige Meter weit, an dieses Schminktischchens zu kommen, den Schlüssel reinzustecken, aufzumachen und das Geld zu entwenden. Und als er sich dann davon in den Garten machte und feststellen wollte, ob es wirklich 20.000 Euro sind, da ist er seinem späteren Opfer begegnet. Und da wollte er den Fragen ausweichen, woher denn dieses viele Geld ist. Und da hat er Angst, entdeckt zu werden. Und dann hat er zugestochen. Und das ist Mord, Tötung zur Verdeckung einer Straftat. Einzige Frage, die sich hier stellt, ist, wie der Angeklagte, nach welchem Recht er hier abzuurteilen ist, Erwachsenenstrafrecht oder Jugendstrafrecht. Ich meine, Jugendstrafrecht, da gibt es eine Höchststrafe, die heißt nicht lebenslänglich über Erwachsenen, sondern 10 Jahre. Und diese beantrage ich hiermit. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, meines Erachtens befinden Sie sich auf dem Holzweg, Herr Staatsanwalt. Und das schaffen Sie nur dadurch, indem Sie die Beweisaufnahme, indem Sie die Zeugenaussagen hier praktisch völlig ausblenden. Was haben wir denn gerade von Klaus Wuttke gehört? Der war am Ende nicht mehr so skrupellos wie die anderen, die da hinten sitzen. Tom Süßmann und Yvonne Schricker. Der hat ausgepackt. Der hat diese Intrige, die hier gegen meinen Mandanten gesponnen und veranstaltet wurde, auffliegen lassen. Wer hat Marek Boysen getötet? Das war nach der Aussage von Klaus Wuttke ganz klar Yvonne Schricker. Die drei zusammen mit dem Opfer hatten sich zusammengetan, um diese 20.000 Euro zu entwenden. Und bei der Aufteilung der Beute kam es, so hat es uns Klaus Wuttke nachvollziehbar und völlig glaubhaft berichtet, zum Streit, bei dem Marek Boysen sterben musste. Und mein Mandant, der war da ein willkommenes Bauernopfer, der hier und jetzt unschuldig ins Gefängnis geschickt werden sollte. Herr Staatsanwalt, Sie haben vorhin gerade gesagt, mein Mandant hätte sich in das Vertrauen von der Frau Morgenroth eingeschlichen. Ja, haben Sie denn da vorher nicht zugehört? Die Frau Morgenroth hat doch den Sachverhalt richtig gestellt. Er war es eben gerade nicht, der hier irgendwie zudringlich geworden, sich in das Vertrauen geschlichen hätte, um dann in irgendeiner Form an das Geld zu gelangen. Nein, für mich hat sich hier ganz klar die Unschuld meines Mandanten herausgestellt. Ich beantrage Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Arnstedt, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Ich kann es nur wiederholen, dass ich unschuldig bin. Hier läuft eine Intrige gegen mich. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück.
Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Raphael Hanstedt wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Berlin Tiergarten vom 27. Juli 2009 wird aufgehoben. Man kommt ja gar nicht daran vorbei, sich die Zeugenaussagen zu Gemüte zu führen. Da haben wir erstmal den Emil Morgenroth. Der sagt mal hü, mal hot. Es spricht sehr vieles dafür, dass seine letzte Version die richtige ist. Zumindest kann garantiert nicht das, was er zuerst gesagt hat, hier für eine Verurteilung dienen. Dann haben wir den Tom Süßmann, die Yvonne Schricker. Die belasten beide den Angeklagten schwer, und zwar mit erkennbarem Belastungseifer. Zugleich sind sie beide aber höchst tatverdächtig. Und deswegen konzentriere ich mich hier auf den Klaus Wuttke. Der wird zuerst gesehen haben, dass der Angeklagte auf den Marek eingestochen hat. Der einzige tatsächliche Tatzeuge. Und heute sagt er plötzlich, das stimmt alles gar nicht. Auch da wieder, ist er ein Fähnchen im Wind? Ich glaube nicht, denn er hat sich selbst hier ganz massiv belastet, zugegeben, dass der Diebstahl des Geldes ein gemeinsamer Plan war und dass er dabei auch beteiligt war. Er hat sich also selber hier wirklich stark belastet. Und er hat auch noch eine plausible Erklärung für das Ganze geliefert, nämlich Anlass für den Streit war der Streit ums Geld und die Frage, ob nicht die Freunde sich gegenseitig hintergangen haben. Und außerdem hat man dem Klaus Wuttke ganz klar angemerkt, wie sehr er wirklich den Marek gemocht hat. Und es ist mir fast nicht vorstellbar, dass er hier einen wahren Täter decken würde. Ja, warum auch immer. Also am Ende bleiben ganz, ganz viele Zweifel. Wir sind nahezu überzeugt davon, dass Sie nicht der Täter sind. Und wir sind guten Mutes, dass in einem weiteren Prozess geklärt werden kann, wer denn tatsächlich den Marek erstochen hat. Sie sind natürlich freizusprechen. Der Staatsanwalt kann allerdings noch innerhalb einer Woche Revision gegen das Urteil einlegen. Ja. Da gibt es eine enge Freundschaft, eine Clique, die beschließt, schnell an ganz viel Geld zu kommen, auf verwerfliche Weise. Und beim Aufteilen zerbricht dann die Freundschaft. Aus Gier muss einer sterben. Hätte man das Geld redlich erworben, ich würde wetten, man hätte es auch redlich geteilt. Aber so hat die Gier alles zerstört. Das hat schon die Psychoanalyse in Person von Erich Fromm erkannt, der gesagt hat, Habgier und Frieden, die schließen einander aus. Und damit ist die Hauptverhandlung geschlossen. Frau Schricker und Herr Süßmann, wenn Sie bitte aufstehen. Ich erkläre Ihnen beide die vorläufige Festnahme. Beiden wegen dringend Tatverdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Und Ihnen, Frau Schricker, wegen dringend Tatverdachts des Mordes an Herrn Beusen. Führen Sie die beiden ab. Frau Schricker, Sie haben es gehört. Ach, jetzt kommen Sie mal. Seien Sie ruhig, seien Sie ruhig. Auf geht's. Emil Morgenroth wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Klaus Wuttke wurde wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall, Strafvereitelung und falscher Verdächtigung zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Tom Süßmann wurde wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall, Strafvereitelung, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren mit Bewährung verurteilt. Yvonne Schricker wurde wegen Mordes, gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt.